ich bin ein Narr. Holt mich hier raus. Für November 2011. Licht aus, Spot an. Viele von euch werden sich noch an ihn erinnern. Ilja Richter und seine Hitparade. Längst vergessene oder nicht vergessene, noch immer aktuelle Hits aus der Hitparade. Aber darum geht es heute nicht. Nein, nicht um das musikalische Vergangene, nicht um die Gedanken ans Morgen. Wir sind im November. Und damit wird es früher dunkel und später hell. Angefangen hat das ja schon im Oktober, auch wenn uns der Wetterfrosch da einige schöne sonnige Tage beschert hat. Im Dunkeln ist gut munkeln, sagt der Volksmund, aber er sagt auch, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Wir terminorientierten Denker lassen uns von einem nicht vorhandenen Sonne doch nicht unseren Termin durcheinander rütteln. Wir arbeiten und schaffen auch so ohne Sonnenunterstützung. Aber dabei steuert ja gerade das Licht unseren Biorhythmus. Ja, es stoppt das Schlafhormon Melatonin und hilft Serotonin zu bilden, dass das Wohlbefinden steigert. Außerdem regt die Sonne auf der Haut die Bildung von Vitamin D an, das unsere Knochen stärkt. Und wer seine Sonnenkollektoren noch nicht genügend aufgeladen hat, muss also der Sonne hinterherreisen. Trübsalblasen und Depressionen schieben, das ist das Banner, das besonders im November vor sich hergeschoben wird. Und leider lässt sich dieses Banner nicht immer leicht entfernen. Ich spiele ja auch dagegen an. Ja? Lachen ist gesund, sagt der Narr und verdient ab und zu auch seine Brötchen damit. Im Krankenhaus, im Theater oder auch im Keller. Die im Dunkeln sieht man nicht, hat Brecht einmal geschrieben. Ja, auch nicht den Fangzahnfisch, der in 900 Meter Meerestiefe nach essbarem Ausschau hält. Wer kennt nicht diesen spannungsgebundenen Moment, wenn vor der Vorstellung, ja, das Bühnenlicht ist sowieso noch dunkel, auch das Saallicht so langsam runterfährt. Husten setzt ein, ein Zurechtrücken, der Beginn von etwas Neuem, Unerwarteten und vielleicht Gehofften, dass die Sekunden, in denen alles möglich ist. Ja, wir sind am Anfang der Welt, vor der Erschaffung der Erde, im Hier und Jetzt. Einen Moment der Unsterblichkeit. Jetzt sind wir ganz da. Der Vorhang öffnet sich. Ein neuer Raum zieht uns in seinen Bann. Und etwas Grelles, das Licht, die Möglichkeit, wieder seinen Augen zu trauen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Denn das muss einem jeden von euch klar sein. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung, sein eigenes Weltbild, das man nur selber malt. Auf der Palette des Lebens mischt der Meister die Farben selber an. Ich sehe dann mein Blau, mein Rot, aber auch meine Freunde, Kollegen und Familie. Im Licht der Erkenntnis, sagt man ja auch, und nicht im Dunkel der Erkenntnis zum Beispiel. Ja? Wieder dominiert das Licht und stellt die Dunkelheit in den Schatten. Ja, der Schatten, das Doppelgängerwesen,
Die andere, um nicht zu sagen, schlechtere Hälfte meiner selbst. Der Schatten ist immer da, aber nur das Licht bringt ihn zum Erscheinen. Die andere Welt lässt sich nur mit Hilfe des Lichts sichtbar machen. Der Schatten führt kein Schattendasein mehr, sondern zeigt sich. Ja? Muss sich zeigen und offenbart dem Gegenüber etwas von einem, was das Leben geheim gehalten hat oder nicht so gerne zeigt. Die zwei Hälften der Lebensmedaille, vorne und hinten, oben und unten, rechts und links, Leben und Tod. Der Tod ist ein Geist mit einem langen Mantel. Der Tod ist ein Engel mit schwarzen Flügeln. Nein, der Tod ist ein Schmetterling. Vielleicht, wer weiß. Er ist wie der Schatten immer da, nur die Angst vorm Tod ist größer. Du kommst in eine Kiste und dann fressen dich die Würmer, sagt zum Beispiel Dietrich in meinem neuen Theaterstück. Also strahlt das Licht für Lebendigkeit, Neugier und Beweglichkeit und die Dunkelheit für Desinteresse, Starre und Tod. So einfach. Ja, wenn das Leben so einfach ist, ja, warum reisen wir dann nicht einfach immer dem Licht hinterher? Ja, zum Beispiel durch den Kosmos, durch die Galaxie, ja, Lichtgeschwindigkeit, ja. Ja. Wovon träumst du eigentlich nachts, sagen die Skeptiker da. Ja. Der Traum ist ja der Bruder des Todes, sagen die Volksweisen. Also bleiben wir auch diesmal wieder in der Familie und erweitern unseren kleinen Horizont mit der Erkenntnis, dass der Traum da anfängt, ja, da anfängt, wo der Geist im Körper befiehlt, das Licht auszumachen, den Augenvorhang zu schließen. Ihr merkt schon, der Narr hat heute seinen philosophischen Tag, lässt die Gedanken weit schweifen. Aber das muss auch mal sein, oder? Dafür sind wir ja im November. Ja? Das ist die Zeit zum Entschleunigen, der Muße und mal Platz, gar nichts zu tun, wenig zu tun oder endlich mal ins Kino oder ins Theater zu gehen. Vielleicht in die Drei-Groschen-Oper. Ja? Nach Bochum, ins Schauspielhaus. Ja? Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Nach McKeith, der hat ein Messer und das Messer sieht man nicht. Für die geplante Verfilmung hat Brecht 1930 ein paar Strophen dazu geschrieben, unter anderem diese. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln. Sieht man nicht.